beschäftigst, ist dir ihr Wohlwollen sicher. Kein Ding. Leite Standby-Modus ein. Wir sind da. Hey, wie gibt's denn nochmal? Hey, Lilly. Wieso? Banditenschiffe sind bis zum Rand mit Gegnern gefüllt. Ich leere alle Gegner. Dir scheint gefährlich zu sein. Du bist nicht mehr im Vineland, Walker. Bereite dich lieber gut vor. Ja. Boah, Junge. Was stimmt denn mit euch nicht? Aua. Nochmal im Rückzug. Okay. Was? Da oben ist einer, ne? Was ist der denn? Tschüss. Meine Waffe ist im Auto drin. Aua! Ich hol jetzt einfach die Bude hier. So nehmen wir. So. Was zum Teufel? What? Bam! Putz! Fragen? Na? Noch jemand? Dann bin ich auch mal sauer hier. Komm schon, ist das alles? Junge, du lebst ja noch. Unterführung! Das war ja... Oh, direkt erstmal nach oben gechartert. War gar nicht so schlimm. Der Außenposten ist jetzt sauber. Hab die Arschlöcher ins Jenseits befördert. Ich gebe es weiter. Die Handelskoalition wird es dir danken. C. Autoteile. Vierter Juli-Set nehmen. Vierter Juli ist eine... Ah, eine Bombe. Ah, okay. Ist nochmal Kohle. Und irgendwo ist noch eine Lagertruhe. Irgendwie war das geil, aber es ist auch ein bisschen unübersichtlich manchmal. Aber schockt einfach, die alle niederzuballern. Ob das im richtigen Leben auch so ist, ich weiß es nicht. Spaß. Ist bestimmt hier. Was war das? Oh, dicke Motorrad hier. Da, da ist die andere Kiste. Abgeschlossen. Ja, da war was. Gatling. Munition. So. Eigentlich wollte ich gerade vorhin, wollte ich hier einsteigen. Die haben da eine Frau drauf gebaut. Oh fuck. Was war das? Das wollte ich eigentlich.
lol, wenn einer hinter dir hinter... Wenn einer hinter dir fährt. Lol. Ist ja richtig dumm. Die Motorräder? Einsteigen. Geil, Alter. Ach, guck mal, jetzt sieht man uns aus der dritten Perspektive. Ich habe gar keinen Helm auf. Und hier ist die Leiche ein bisschen im Weg. Ja. Jo. Lass mein Auto in Ruhe. Ja, aber das stimmt mit euch nicht. Geballert wie die Verrückten. Dann auch schon wieder. Ich kann mich doch nicht hier um jeden Scheiß kümmern. Das ist so ein Schädel. Meine Spore sieht aber aus wie ein Schädel. Komm, Betty. Ach ne, bist ja für nix. Aktivierungssysteme. So, dann gehen wir mal zu dem Typen dahin. Ist ja schon easy. Easy Mittag. Ja, moin. Ist ja ganz entspanntes. Voila, was Feigling! Was ist denn? So. Was? Händler fahrend. Der fahrende Händler auf der Straße transportiert eine Vielzahl von Waren, die du kaufen kannst. Du kannst dem Händler außerdem einen Schrott verkaufen. Bestätige deine Hupen, damit der Händler für dich anhält. Ah ja. Wenn er mich jetzt anfährt, ne? So, kopflos. Hier war gerade zwar die übelste Schießerei und ja. Brauchen wir irgendwas? Die Musik, Alter. Wie so ein Eismann. Was ist das denn? Neuronenschnittstelle. Ah. Vor dir steht Walker. Sollen wir wirklich so reden? Ja, so reden. Zweifelsohne. An der Sprache erkennt man das Format. Und darum möchtest du nur mit mir handeln. Meine ja. Waren haben ja, ganz schön viele Soundprobleme. So lass mich deine Güter studieren. Oh, mit Vergnügen. Ich habe sicherlich etwas, das deine Fantasie beflügelt. Junge, das hört sich mehr als verkehrt an. Ja. Aber das ist jetzt schon die dritte Person gewesen, wo... Aktivierungssysteme. Wo man den Anfang des Gesprächs nicht hört. Ist hier noch was? Komm bald wieder, Walker. Ja, Sü. Fahr bloß nicht mein Auto an. Ja. Ist hier was? Ist aber wieder ein Fragezeichen. Fragezeichen heißt immer was. Was machen die da?
Was ist das für ein Geräusch? Es sind einfach überall hier rumgeschossen. Boah, ein Sniper-Gewehr wäre geil, ne? Zu gern abbeißen. Was? Ach, die Leute schießen auf die, habe gerade lol, Alter. Rocket Man! Steh auf! Steh auf! Hat er gerade gefragt, wer der ist? Ja, was stimmt denn mit dir nicht? Hier muss. Aufsaugen noch? Nee, ne? Nee. Rocket Man. Wie kam die überhaupt da hoch? Komm ich da auch hoch? Lol. Nee, ich komm da nicht hoch. Nachladen. So, hier soll noch irgendwo Kisten sein, ne? Ich lasse da mal eine. Das ist die erste von vier. Ich habe gerade Stimme gehört. War da wer? Ah ja. Los jetzt, töten! Naja, putzi! Easy cheesy! Lemon Squeezy. Ein bisschen Kohle. So, noch zwei Truhen. Kann man die irgendwo hier mitsehen? Nee, ne? Nee.
müssen wir da rein. Er ist hier nur da. Lol. Er ist hier nur der Anfang da. Da müssen hier noch irgendwo zwei Truhen sein. Da ist einer. Es fehlt uns noch eine Truhe. Die markiert? Nein, die wird nicht markiert. Was ist denn hier? Hallo. Ist sie vielleicht doch hier? Ah. Das ist hier der eigentliche Eingang rein. Ah, okay. Ja, aber hier ist sie. Wo ist die denn? Hier? Ne? Truhe! Nicht. Ist die vielleicht kaputt gegangen oder so? Geht die kaputt? Weiß ich nicht. Oh. Oh, hier tut's weh. Also in meinem Kopf tut's weh. Ja. Schreibt's auch in die Kommentare, wenn ihr sie gesehen habt. Ich finde die nicht. Die kann doch nicht so versteckt sein. Schreit denn da schon wieder so rum? Hä? Ja, dann. Easy. Spaß. Oh, ich weiß, was geil war, die Pistole aus Teil 1, dieser Revolver. Und mit dem hat so mega Fun gemacht. Warum? Warum ist da... Ich frag gar nicht. Ich... Aktiviere Systeme. Ich frag gar nicht. Was? Ach, hier ist wieder so ein... Noch ein Obrigkeitswachturm. Was ist hier schon wieder los?
Viel Glück da draußen. Danke. Kann man den Kaktus hier kaputt machen? So. Aber. Ach ne, es ist das Hotel. Aktivierungssysteme. Leite Standby-Modus ein. Ja, oder was? Vindalo Monster? Das war. Was hat ihr denn, Alter? Ich glaube, ich speichere mal ab. So. Ganz nebenbei. Leute, schießen auf alle, sogar auf diese komischen anderen Freaks da. Oder was? Was machen die eigentlich? Sind die friedlich? Die sehen aus wie so Bisons. Hä? Macht die irgendwas? Kann man auf euch reiten? Ja, und jetzt? Lauf mal. Wir wissen, ob man reiten kann. Ja, was ist denn... guck mal. Nein, nee, kann man nicht. Wo knallt der Typ da alles nieder, oder was? Ich dachte, wir kommen jetzt hoch. Nee. Nee, oh, leider nicht. Ja. Das gute Anno. Eliminieren Obrigkeitswachturm. Lagerkiste. 0 von 1. Schießt du auf mich? Oh. Das war, glaube ich, ein Ja. Ich mach keinen Schaden bei dem. Das ist ja. Schieße ich ja Jahre drauf. Ach, Leute, was auf das blaue Lila. Ach, das Türkise muss ich draufballern. Ist ja in Ordnung. Ah! Nur was stimmt denn? Oh. Alles klar. Wo kommt das denn jetzt her? Der hat doch gar nicht geschossen. Was für ein Strahl. Wie trifft.
Eva, sie... Keine Ahnung. Aber triffst du nichts. Außer es kommt. Raketen auf mich zu. Du, ich hab grad kein Leben mehr. Kann man das irgendwie hier? Inventar? Projekte? Inventar? Kann ich die bauen? Scheiße. Da muss ich halt ein bisschen aufpassen, ne? Was wird eingeleitet? Dauert ein bisschen. Aber wir haben es gleich. Bin ich froh, dass diese Häuser so unglaublich stark sind. So sieht es nämlich aus. Ein seltenes Eichtech-Kern bringt ihn zu Cyberdog in Weltspringen, um dich selbst zu verstärken. Eichentrohren, Infohändler, Obrigkeitswachtürme und Schrottmechs sind die besten Quellen für Arktech-Kerne. Okay. Ja. Der riesige Turm ist außer Betrieb. Super! Für gewöhnlich findest du dort nützliche Technologie aus der alten Welt. Schnapp dir so viel du kannst. The Old World. Bei ihm jetzt so direkt, oder? Hm? Oder wo? Jo, was stimmt denn? Ja, ich habe kein Leben mehr. Was ist denn hier? Hier? Hä? Was ist denn hier was? Hä? Lagerkiste, die muss... Jetzt beginnt wieder diese Scheiße in meiner Lagerkiste, oder was? Ist er vielleicht da? Bisschen Leben. Ach, ich hätte auch von hier auf die ballern können. Was ist jetzt diese Kiste, von der jeder spricht? Hm.
sie doch. Ort. Okay. Wie bin ich denn jetzt den Berg hochgegangen, ey? Egal. Wo ist das Auto? Phoenix! Sag mal, wo bist du denn, Alter? Sack, du. Dann geht wieder. Dann geht wieder die Action ab. Phoenix! Aktiviere Systeme. Wir müssen da ein paar fiese Typen töten. Viel Glück da draußen. Danke. Aktiviere Systeme. So. Was wollten wir jetzt machen? Das haben wir. Sollen wir hier mal hin? Nicht entdeckter Ort, das ist direkt links. Okay. Unter Wasser. Schaut so aus zumindest. Wieder, Walker. Schnauze. Oder da oben? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich da oben. Overdrive funktioniert auch schon wieder. Geil. So. Gehen wir zu dem hier hin. Machen wir den Räuber mal. Oder den Räuber nicht, sondern Kopfgeld ist es ja. Nach einem Banditendepot. Ja, nachdem wir aber hier waren. Leite Standby-Modus ein. Was braucht die? Sex? Jo, was passiert? Warum wird hier einfach überall alle 3 Meter geschossen? Was ist denn hier einer? Die gar nicht. Walla Amogulis. Auf. Come on!
Ich hab gar keine Granaten mehr, lol. Die letzte Alte, dann die so am Rumschreien ist. So. Da komme ich gar nicht hoch. Eintreten ist langweilig. Ich brauch dringend mal wieder richtig Geist. So. War's, oder? Was? Ja. Der lebt noch, Leute. Aber das war's von den... Von den ganzen Typen, die hier sind, ne? Ja. Das war's von den ganzen Typus. Gibt's die Granaten? Nee. Nur Pistolen. Oder? Was? Munition? Da sind noch welche. Granaten kann ich doch herstellen, oder nicht? Oder nicht? Ah, jetzt kann man die Waffe verstärken. Hm. Schritt ausgeben, um Level freizuschalten. Achso. Upgrade. Erhöhtes Nachladen und erhöhte Kapazitäten des Magazins. Ja, achso. Erhöht die Kapazität des Magazins. Will ich Schritt ausgeben und Level. Achso. Lol. Level 3 freischalten. Hä? Wir wollen viele Schritt ausgeben. Ach ne. Scheiße. Machen wir erstmal das hier. Rasches Nachladen, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Nicht genug Waffenkernmods. Oh, Waffenkernmods, achso. Ja. Dann haben wir das halt. Skin wechseln kann man auch. Achso, wir haben noch keinen Skin. Oh, Leute. Was geht noch? Eine Eichentruhe. Kann ich die da? Ist ja Piano, ja? Ich wollte eigentlich nur. Wollte ich nur. So. Sturmgewehr. Sturmgewehr, Munition. Granaten. Ich glaube, die macht Geräusche, oder? Ja, die macht Geräusche. Das ist ja cool. So, was ist da drin? Nanotritenverstärker. Nanotritenverstärker ermöglicht dir, Nanotritenfähigkeit zu verbessern, indem du sie mit Vorteilen in Nanotritenmenü verstärkst. Eichentruhen, Elfenhändler, du besitzt 0. Jetzt habe ich 2.
die Nanotritenverstärker kann deine Nanotritenfähigkeit verbessern. In deinem Nanotritenmenü kannst du die Nanotritenverstärker und Fletrit-Upgrades kaufen. Einfach mal 8-mal Nanotrit drin. Das Wort Nanotrit. Geil. Supi. So, dann zerstören wir die mal. Explosion. 4 Stück noch. Was ist das denn da? Hä, was ist das denn? Was heißt das? Ist das wie so ein Art Kampfboot, oder? Lol. Scheiße, ein Gegnerboot-Dingens. So, 2 Stück noch. Da ist noch einer. Fresh Juice Stop freigeschaltet. Mhm. Das ist ja Wunderknochke, ist das ja. Okay. Ach, wir wollten ja zu dem Lager dahin. Das war jetzt ja nur so ein Zwischenstopp. Habt ihr das gesehen? Jo, wie gruselig war das denn? Das war hier so ein Ding, was mich beobachtet hat die ganze Zeit. Und hat gesehen, dass ich ihn erwischt habe und ist weggeflogen, wie so ein junger Vogel. Aktiviere Systeme! Halt doch mal die Schnauze.